Ja, sobald sie ausgerüstet sind, organisieren sie irgendwie so 4, 5 Mann, die Lust haben aufs Gefängnis, und die bringen sie dann mit zum Gefängnis. Fantastisch. Ah, großartig. Ah, Royster. Lange nicht gesehen. Tja. Na, nicht lang genug. Melde mit 5 Mann angetreten. Ah, fantastisch. Also da drin ist jetzt schon einer von der FS. Da auch einer von der FS bei den Überläufern war, ist mein Vertrauensverhältnis zur FS ein wenig getrübt. Und sie sind jetzt heute hier, um das wiederherzustellen. Also passen einfach auf, lassen sich nichts entgehen. Ja, Royster meinte gerade, wir sollen die Waffen ablegen. Ist, glaube ich, nicht so sonderlich förderlich. Wir schauen jetzt gleich mal. Ich gucke mal, dass wir das lösen. Sie dürfen auf jeden Fall schon mal rühren und ihre Waffe ziehen und auf BTM stellen. Trog? Ja. Die Leiche des FS-Lers haben Sie schon? Die habe ich überprüft, ja. Die haben Sie mitgebracht, oder? Mitgebracht habe ich die nicht. Die haben Sie also auf Crosshunt gelassen? Normalerweise schon, ja. Da haben Sie ja. Also wir können jetzt nicht weitere Informationen aus dieser Leiche ziehen, weil Sie sie da gelassen haben. Guten Tag, Ihr Gefangener ist im Verhörraum jetzt. Also, vielleicht Sie lassen 2 Mann vorm Gefängnis stehen, der Rest kommt mit. Die hinteren 2 bleiben hinten, dann vor der Tür stehen. Haben Sie die Waffen abgelegt? Nein. Einfach ins Eck liegen. An dem Verbrechen, das wir jetzt untersuchen, ist mutmaßlich ein FSler beteiligt. Also verstehen Sie bitte meine Missachtung dieses Befehls. Das ist jetzt eine Operation, die unter dem Kommando des LEP steht. Treten Sie zur Seite, Master Chief. Na gut. Aber ich möchte nicht, dass da alle reingehen von Ihnen. Der Corporal, Lance Corporal, was auch immer, Arthur Flash, okay, der kann hier bleiben. Und der Lance Corporal. Ich teile meine Leute ein. Danke. So, Trock, vielleicht gehen Sie mal hinter Ihr Fenster. So, ich stehe jetzt auf Flüstern. Im besten Fall ist keiner von denen in Einheit 1 und ihr könnt mich jetzt einfach ganz entspannt hören. Im Folgenden, also 2 von euch können tatsächlich hier bleiben und behalten mal Trock im Auge. Flash, dann die beiden dahinter und Blue Eye, sie kommen noch mit. Gut, dann gehen wir. Zählt vier. Öffnen. Mit Trock ist selbstverständlich unauffällig durchzuführen. Flash, Sie können hinten in den Zuschauerraum. Blue Eyes, Sie kommen mit. Und einer der Männer kann auch noch mitkommen. Und einer der Männer geht dann mit Ihnen. Guten Tag. Blaumann. Sie wollten mir noch erzählen, warum Sie meine Männer und mich angegriffen haben. Die Weißen haben Tintags Kollegen getötet. Die Weißen. Sie meinen die in komplett weißer Rüstung. Sie meinen die FS, oder? Ja. Alles klar, die FS hat uns hier drin eingesperrt. Moment, ganz kurz. Ich muss einmal das draußen klären. Was ist hier für eine Kacke los? Die beiden Privates gehen mir hier draußen auf die Nerven und meinen, sie haben ihnen den Befehl gegeben, hier in der Mitte unten zu stehen und zu inspizieren. Die beiden Männer bleiben hier stehen, die bewachen den Zellentrakt. Wo ist das Problem? Also bei allem Respekt, dafür ist ja die FS da. Und dafür stehen wir auch hier. Ja. Genau, großartig. Aber die bewachen den Zellentrakt ja vor ihnen, was ich ihnen ja auch so hinlänglich erklärt habe. Wir haben halt trotzdem das Recht, hier durchzugehen. Ich habe hier drin einen Zeugen, der wichtige Aussagen tätigt. Gegebenenfalls gegen Personen, die hier normalerweise Zugang hätten. Und deswegen verweigere ich Ihnen und dem Rest der FS für jetzt den Zugang zum Zellentrakt. Haben Sie das verstanden? Was haben wir jetzt trotzdem mit? Die Fäuste ausrippe. Was ist dann? Dann kriegen wir ein Problem. Und Sie haben doch sicherlich Besseres zu tun, als sich über Privates zu ärgern. Die sollen jetzt gleich, ich flüster gerade, die sollen jetzt gleich, wenn Royster raus ist, den Zellentrakt verbarrikadieren, dass da niemand reinkommt. Also, was heißt niemand? Also, niemand von der FS. Ganz wichtig, niemand von der FS. Wird gemacht. Royster, ich ermittle gegen die Flottensicherheit. Verlassen Sie diesen Zellentrakt. Jetzt! Das können Sie nicht entscheiden. Das dürfen Sie nicht. Ich werde Sie jetzt aus dem Gefängnis entfernen lassen, wenn Sie nicht freiwillig gehen. Also sie wollen mich hier rauszwingen. Sie werden dieses Gefängnis verlassen. Entweder aufrecht stehend oder mit den Füßen voran. Ihre Entscheidung. So, Royster, haben Sie es jetzt verstanden? Sie verlassen jetzt das Gefängnis oder diese Gentlemen werden Ihnen dabei helfen? Männer, eskortiert ihn nach draußen. Kommen Sie mal mit euch. Ja. Du machst die ziemlich krasse Faxen dafür, dass du Specialist bist. Ich inspiziere das Gefängnis. Ich mache meinen Job in die Interzeit. Öffnen Sie die Verriegelung. Bitte tu es einfach, komm. Crewman, haben Sie Stress mit dem hier angefangen? Wenn Sie meine Ermittlungen weiter behindern, dann haben die allen Grund dazu, Sie da hinten in eine der Zellen zu stecken. Haben Sie das verstanden? Wofür ist das? Bonheit, hier spielt die Musik. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Gute Arbeit. Und wenn hier irgendwelche Soldaten reinkommen, die betäube ich sofort. Wunderbar, ja, Sie lassen niemanden durch. Gut, ich wieder rein. Sie passen weiter auf, ne? Ich mache gleich einen Schritt, nur einen Schritt, danke. Was ist denn hier los? Okay, irgendwie ist da drin Rauch explodiert. Passen Sie mal alle auf jetzt. Was ist hier los? Bombe. Bombe, raus hier! Sofort raus hier! Das Schwein! Das ist mein Zeuge. Der kommt mit. Da liegt eine Bombe drin. Eine Bombe. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Weg, 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 weg! Alle weg! Uff. Wir bringen den Gefangenen erstmal in eine Zelle und sie holen jetzt mal die ECs. Wo lässt sie überwachen denn?
Das ist zu ihrer Sicherheit. Da drin ist gerade eine Bombe hochgegangen. Sie bleiben erstmal hier. Wie ist die Bombe da reingekommen? Keine Ahnung, es war plötzlich eine Rauchgranate, es war Rauch da drin, wir sind da mit Taschenlampen rein und dann war da diese Bombe. Ich habe die ganze Zeit durch das Zuschauerfenster zugeguckt. Da kam tatsächlich einfach Rauch und dann lag da plötzlich eine Bombe. Vielleicht sollten wir das Gefängnis mal kurz auf den Kopf stellen und nicht darüber reden, weil irgendjemand wird ja hier sein. Vielleicht irgendwie ein offener Lüftungsschacht oder so, gehen Sie mal da rein. Ich traue mich nicht als Erster rein. Ich werde nicht gesprengt werden, loskomme, wenn da noch was ist. Irgendwie ein offener Lüftungsschacht oder sowas. Ja. Freeze, gehen Sie auf die Seite. Folgendes. Nee. Also, Flash folgendes, da drin ist gerade eine Bombe explodiert, wir haben den Gefangenen jetzt erstmal in Zelle 1 gepackt. Wieder was, auf jeden Fall ist da eine Bombe drin gewesen. Keine Verwundete, wir haben es alle noch rechtzeitig rausgeschafft. Ich habe den Gefangenen jetzt erstmal in Zelle 1 verbracht, aber es ist irgendjemand irgendwie da reingekommen. Wir suchen jetzt erstmal die Lüftungsschächte. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, ich glaube nicht, aber funken Sie mal jemanden von der EC an, der soll mal den Raum durchsuchen. Also folgendes, also grundsätzlich können wir die Blockade hier vor dem Gefängnis ausschließen. Ich brauche jetzt zwei Freiwillige, die sich vor die Zelle des Gefangenen stellen und den bewachen und keinen der FS-Lader an ihn dran lassen.